decolonize, glamour talks, decolonize, glamour talks, decolonize my mind, yeah, decolonize, verschwend nicht meine Zeit, yeah, decolonize, die Art und Weise, wie ich denke und ich sehe, decolonize, die Art und Weise, wie ich selbst bin und ich rede, decolonize, zeig dir, dass alles auch anders geht. Lass uns das Ganze mal anders sehen. Switch Positionen, Realitäten. Lass sie mal schweigen, lass uns mal reden. Decolonize Glamour Talks. Willkommen zu den Decolonized Glamour Talks, der Talkshow, die diversen Perspektiven auf die Kulturszene Raum gibt. Wir wollen anders über Kunst sprechen. Wir wollen vielen Perspektiven Raum geben, wollen inspirieren und inspiriert werden und dabei gut aussehen und glitzern. Tolle Gästinnen habe ich mir dafür eingeladen. Regisseurinnen, Schauspielerinnen, Autorinnen, Make-up-Artists, PR-Verantwortliche, Tänzerinnen. Mich interessiert, was inspiriert sie? Was treibt sie an? Wie brechen sie mit Stereotypen? Aber vor allen Dingen und zuallererst geht es um die wunderbare Arbeit meiner Gästinnen. Heute freue ich mich auf eine der bekanntesten und wichtigsten Regisseurinnen der deutschen Theaterbranche, vor allem auch der freien Szene. Fast ihre gesamte bisherige Karriere hat sie in der freien Szene verbracht und Stadt- und Staatstheater bisher eher gemieden. Oder wie sie selbst sagt, ich komme vom Punk. In ihren Stücken geht es um Black Hair Politics, um kulturelle Aneignung und Afrofeminismus, um Repräsentation, Widerstand und Community. 2022 erhielt sie die Tabori-Auszeichnung. Ich möchte harte Dinge schön verpacken, hat meine Gästin einmal gesagt. Und genau das tun wir in unserer gemeinsamen Performance am Ende des Talks mit einem ihrer Texte aus Eure Heimat ist unser Albtraum. Herzlich willkommen, Simone Dedeavivi. Herzlich willkommen, Simone Dedeavivi. Ich freue mich sehr, 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 dass du hier bist. Ich möchte gleich beginnen mit einem Glückwunsch. Und zwar hast du gerade einen großen Theaterpreis gewonnen, der als die bundesweit höchste Auszeichnung für die freien darstellenden Künste gilt und seit 2010, glaube ich, also so seit rund 10 Jahren vergeben wird an professionelle, hochkarätige, herausragende, frei produzierende KünstlerInnen und Ensembles, und zwar die Tabori-Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Die Jury hat dich gewürdigt als, ich zitiere mal, Künstlerin, die gesamtgesellschaftliche Themen auf die Bühne bringt und dabei einmalige Formate findet, diese Themen zu verhandeln und damit die zeitgenössische Theaterlandschaft und ihre Produktionsweisen nachhaltig verändert, wie es in der Szene der freien darstellenden Künste einmalig ist. Mit Einmaligkeit, da stoße ich mich immer so ein bisschen dran, ne? Weil wir machen alle ganz unterschiedliche Sachen und doch ja irgendwie dasselbe. Mhm. Also eigentlich geht es hier nur darum, wie wir Dinge kollagieren oder in welchen Zusammenhang wir Sachen setzen. Und mir ist es wichtig, ne? Mir ist es wichtig zu gucken, dass da immer neue Sachen passieren, dass ich irgendwie mit jedem Projekt selber was lerne. Vielleicht es auch mal für einen Moment schaffe, was zu machen, was ich selber noch nicht gesehen habe davor. Aber es ist selten, dass ich so denke, oh wow, ich habe hier jetzt einen Moment auf der Bühne geschaffen mit meinen Komplizinnen zusammen, den habe ich so selber noch nicht gesehen. Ah, okay. Mhm. Und das finde ich jetzt besonders. Du machst seit 10 Jahren Theater und du entwickelst deine Stücke selbst. Du hast in diesen 10 Jahren auch zum größten Teil und ganz bewusst vor allen Dingen in der freien Szene gearbeitet. Darauf kommen wir auch noch mal zu sprechen. Und einen unglaublichen künstlerischen Output auch gehabt. Ich glaube, du hast jedes Jahr mindestens ein Stück rausgebracht. Dann liefen oft noch Wiederaufnahmen parallel von Stücken, die schon rausgekommen waren. Ich will mal ein paar nennen. Krieg der Hörnchen, Performing Back, Jetzt bin ich hier, Black Hair Politics, I love that. First Black Woman in Space, Queens, The Kids Are Alright, Home Cooking, Onkel Toms Faust, bester Titel. Und dein neuestes Stück, Wetter leuchten. Thank you.
Fufu in the house. Es sieht ein bisschen so aus wie Kartoffelbrei, aber es schmeckt auch sehr anders und wird aus gestampften Yams gemacht. Bisschen mehr, bisschen Wasser, oder? Bisschen. Hast du Gurke reingemacht? Du wachst früh morgens auf und du hörst, wie Frühlingszwiebeln gehackt werden. Und wenn das schon gekommen ist, wusstest du, oh, es wird super Essen geben. Wir sind Geflüchtete, wir haben nichts. Aber wir tun alles dafür, dass es gutes Essen gibt. Ach, sind wir schon auf Sendung? Mondlicht ist ja auch so ein Licht, irgendwie, das ist silbrig irgendwie. Achtung für den Eisernen. Achtung, der Eiserne geht auf. Dann Achtung an die Abteilung Ton, Licht, Video und Requisite für das Gewitter. Simon, nach 10 Jahren oder über 10 Jahren künstlerischen Schaffens, in der du auch eine der Protagonistinnen der freien Szene geworden bist, was bedeutet dir diese Tabori-Auszeichnung? Zumal ja KünstlerInnen in der sogenannten Mainstream-Szene sehr viel häufiger mit Preisen bedacht werden als in der freien Szene. Ja, okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht doch noch mehr Stadttheater gemacht. Ich freue mich. Also es ist irgendwie schön. Ich finde Anerkennung generell schön. Bei mir kommt es immer so ein bisschen drauf an. Wisst ihr, wer das jetzt irgendwie so ist, der so einen Preis vergibt oder mich an Haus einlädt oder so? Und ich mag ja den vordarstellende Künstler. Mhm. Das sind einfach gute KollegInnen und Verbündete. Und das ist ohnehin was, was mir in der freien Szene jetzt noch mal aufgefallen ist. Ich hader ja da viel mit und finde das auch alles gar nicht so einfach. Mhm. Aber die Art von Solidarität und dieser Zusammenhalt unter KollegInnen, Wahnsinn, während da dieser letzten 2 Jahre ist so viel Schönes und Solidarisches untereinander passiert, womit ich wirklich nicht gerechnet hätte. Also obwohl ich mir das als Arbeitsumfeld gesucht habe, muss ich schon immer sagen, ja, da ist auch so ein bisschen, ist immer alles auch so ein bisschen bissig und ein bisschen nervig. Aber wir stehen auch sehr unter Druck in der freien Szene, das muss man auch sagen. Das stimmt. Man hat nicht diesen ganzen Apparat drumherum, der einem alles abnimmt und zur Not irgendwie einspringt. Ne? Man muss immer alles alleine machen, irgendwie so gefühlt. Simon, wir kennen uns auch schon, haben wir vorhin festgestellt, so mindestens 10 Jahre. Eine der ersten längeren Begegnung mit dir, an die ich mich erinnere, war vor genau 10 Jahren, nämlich 2012 in der Kantine eines Staatstheaters in Süddeutschland. Und ich habe zu der Zeit da gespielt. Zu der Zeit gab es ja auch irgendwie noch sehr wenige BPOC-Menschen generell an Theatern. Und das war ein Stück und eine Rolle, mit der ich ziemlich unglücklich war, weil das so das schwarze Stereotyp war. Also so Angry Black Woman, gebrochenes Deutsch, so das ganze Programm. So die Art von Stück, wo man niemanden zur Premiere einlädt und auch zu den nachfolgenden Aufführungen nicht. Und du bist aber gekommen. Oh, und das fand ich super sweet. Nein, du bist gekommen, weil du warst irgendwie in der Nähe. Und du hast gesagt, ich hatte dir das dann auch vorher gesagt und du hast gesagt, ich gucke mir das mal an. Und du hast dir das angeguckt und wir haben uns danach in der Kantine getroffen und dann sehr lange geredet. Und im selben Jahr wurde die sogenannte Blackfacing-Debatte angeschoben. Also die war ja in der Community schon lange Thema, aber die kam dann im Mainstream an. Zeitgleich sozusagen mit deinem ersten Stück, Krieg der Hörnchen. Erzähl doch mal, worum es damals darin ging und worum es dir damit ging. Es gab eine sehr entsetzliche Migrationsdebatte zu der Zeit, weil das war das Jahr, in dem Sarrazin Deutschland schafft sich ab rausgebracht hat. Und das war irgendwie das Jahr davor oder so. Und dann gab es auf einmal so ein Sommerlochsthema. Das war die Verdrängung des roten europäischen Eichhörnchens durch das amerikanische Grauhörnchen. Ja. Und invasive Arten immer mal wieder ein Thema. Aber in der Zeit war es tatsächlich so, dass ich richtig erschrocken war, dass das gleiche Vokabular benutzt wird, wie in der Migrationsdebatte der rassistischen, die wir ein halbes Jahr davor hatten. Es ging um sowas wie Amerikanisierung im Tierreich und die grauen Eichhörnchen kriegen zu viele Kinder und lauter solche Sachen. Rassismus wäre wahnsinnig witzig, wenn er nicht so tödlich wäre. Ja. Das ist ja eigentlich das Erschreckende, dass diese ganze, wenn man sich das mal überlegt, was das für krude Theorien sind, dann verstehe ich, dann kann ich da auch manchmal nur drüber lachen. Aber ja, dann dachte ich, halte ich mal ein Stück dazu.
Und verschneide das halt wirklich. Die tun halt so, als wären es zwei ganz unterschiedliche Diskurse. Aber ich bringe das jetzt einfach mal zusammen. Und das hat Spaß gemacht, tatsächlich. Das war irgendwie so sehr befreiend, diese Arbeit zu machen. Dass Diskurse um Rassismus und diese unsägliche Debatte darüber, die wiederum den Rassismus wiedergespiegelt hat, dass das Teil eines Bühnenstücks ist und dann auch noch aus einer weiblichen, schwarzen, feministischen Perspektive, das hatte ich so noch nicht gesehen. Einerseits dieses dokumentarisch-politische, aber auch sehr poetische und einfach auch wunderschön anzusehende One-Woman-Show, könnte man sagen. Aber es klingt viel zu oberflächlich, zumal du ja auch nicht nur alleine performst, sondern auch mit Gästinnen. Wie würdest du selber diese Form beschreiben, die du geschaffen hast, dieses Genre? Manchmal ist es wichtig, harte Themen in was Liebevolles zu verpacken. Und das Theater eignet sich dafür eben besonders, weil du hast einmal immer die Begegnung. Ja, du bist mit deinem Publikum in einem Raum. Ich bin selbst auf der Bühne. Das heißt, ich kann auch selbst steuern. Ich kann reagieren auf die Stimmungen, die im Raum sind, auch auf Verletzungen, die da sind oder so. Ich kann aber auch Freude und Leid teilen. Das hilft uns irgendwie allen in dem Moment. Und ich habe aber die ganzen Mittel des Theaters. Und das Schöne ist ja, dass du vor dem Publikum zaubern kannst. Und ich mag das selbst auch, wenn ich so im Zuschauerinnenraum sitze, so zu sehen, oh wow, ich sehe genau gerade, wie es gemacht wird. Aber es ist ja so schön. Ich habe in Hildesheim studiert. Zu einer Zeit, als da so chorisches Theater ein sehr großes Thema war. Ich habe keinen Chor auf meiner Bühne oder nur sehr selten in den Stücken. Aber ich trete quasi immer aus einem Chor heraus. Weil all das, womit ich mich beschäftige, das tue ich, weil das die Menschen um mich herum auch tun. Das tun wir irgendwie zusammen. Ich war ja auch nicht allein, als ich da angefangen habe. Ne? Du warst da, Label Noir war da und Sharon O'Toole hat schon geschrieben. Die ISD gab es da auch schon fast 20 Jahre. Also es gab überall um mich herum dann schwarze Menschen, die sich gewisse Fragen gestellt haben und die sich gewissen Problemen angenommen haben. Und so Gedanken von so Spoken Word und Oral History und wie erzählen wir eigentlich Geschichten, das ist schon sehr stark einfach auch von schwarzen KünstlerInnen beeinflusst, ne? Außerhalb des deutschen Kontexts. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach aus Hanau und bin in Hessen aufgewachsen und habe in Niedersachsen studiert. Und das wäre total absurd, wenn ich jetzt versuchen würde, westafrikanische oder afroamerikanische Theatertraditionen zu kopieren. Aber ich will sie auch nicht leugnen. Und das hat mich auch geprägt. Deine Stücke sind sehr politisch im besten Sinne. Es geht um Black Hair Politics, es geht um kulturelle Aneignung, um Afrofeminismus, um Community, natürlich auch immer wieder Repräsentation und Widerstand. In deinem aktuellen Stück oder einem deiner aktuellen Stücke, jetzt kommt ja, bist du ja gerade in Proben für das Aktuellste, wird sogar das Kochen zum Politikum. Das muss ich jetzt ablesen. Es geht um Fake Fufu, Humus Paradox und Köfte Exotismus. Die berühmte Frage, Simon, muss Theater politisch sein? Oder erübrigt sich die Frage eigentlich, weil es sowieso immer politisch ist, auch wenn es nicht politisch ist? Du hast es selbst beantwortet. Es muss. Also es ist immer politisch, wenn an einem öffentlichen Ort Menschen zusammenkommen. Und es ist immer eine Entscheidung, eine politische Entscheidung, was ich Leuten zeigen will. Und wo ich jetzt denke, das ist jetzt was, damit sollte man sich jetzt beschäftigen. Oder damit sollte man jetzt seine Zeit verbringen. Also es gibt Menschen, die behaupten, dass es anders ist. Aber ja, selbst wenn du halt irgendeinen Unterhaltungstralala machst und behauptest, es gäbe keinen tieferen Sinn dahin und es wäre total unpolitisch, ist es ein politisches Statement. Und da habe ich Besetzungspolitiken noch gar nicht mitgedacht zum Beispiel. Oder Perspektiven. Ich bin ein politischer Mensch. Ich kann gar nicht anders durchs Leben gehen. Und es ist einfach Teil meiner Kunst, weil die ist Teil von dem, wer ich bin und was ich kann und was ich mitbringe. Und es wäre einfach eine Lüge. Also wenn ich jetzt so tun würde, als könnte ich irgendeine Art von unpolitisches Theater machen. Ich weiß ja noch nicht mal, was das ist. Ich habe ja selbst noch nicht mal eine Definition davon. Und ich freue mich, dass das Anerkennung findet, weil irgendwie so der Begriff von so politischem Theater ja auch schon sehr besetzt war vorher, ne? Sehr weiß-männlich besetzt. Es ist überhaupt nicht so, dass ich was von so politischer deutscher Theatertradition, dass ich das nicht alles mitgenommen habe. Ich kenne das ja alles. So, ich habe ja auch an der Deutschen Uni studiert. Ich weiß irgendwie Bescheid. Bevor ich schon zum Theater kam, war ich ein großer Brecht-Fan zum Beispiel. Aber der Kanon hat mir nicht gereicht.
In dem kam ich nicht vor, der hatte wenig mit mir zu tun. Mhm. Vielleicht so ein bisschen mit mir irgendwie so als Arbeiterinnenkind. Ich wollte gerade sagen, Brecht hat ja so Diversität vor allen Dingen so sozial, ne, verhandelt. Tatsächlich ist es so, dass ich der Meinung bin, dass die Klassenfrage oft zu kurz kommt, ja, am Theater. Und wir uns dem eigentlich noch viel mehr annehmen müssten. Also nicht nur inhaltlich und auf der Bühne, sondern vor allem auch in unseren Strukturen und der Frage, für wen machen wir eigentlich Theater? Warum stehen da diese prunkvollen Bauten mitten in der Stadt? Und warum ist es für viele eine große Schwelle, da reinzukommen? Ja. Ne? Ja. Das finde ich total wichtig. Da haben wir eine Verantwortung, dass das dann auch der ganzen Stadt zugutekommt und allen Menschen, die da leben und nicht nur einer kleinen Elite. Ja. Aber die Frage von, was ist eigentlich politisches Theater und wie funktioniert das, wie sinnlich kann das sein und wer kommt da auch da drin vor, das war total schwierig für mich zu verhandeln. Und ich bin am Anfang auf ganz viel Widerstand gestoßen. Entweder mir wurde gesagt, es versteht doch keiner, was du da willst, oder es wurde gesagt, es ist zu didaktisch. Aha. Und das hat damit zu tun, auf welchen Kanon wir uns beziehen. Ja. Wenn ich irgendwie sage, ich mache ein Stück über Gender und Familie in vorkolonialen westafrikanischen Gesellschaften, wem muss ich dann was erklären? Ja, genau. Was wird vorausgesetzt an Wissen? Wer ist das Publikum? Das ist ja im Grunde dann die Frage. Genau. Ne? Wir waren uns immer unserer Perspektive sehr bewusst, weil sie uns immer sehr bewusst gemacht wurde. Ne? Aber im Grunde ist ja jede Perspektive eine politische Perspektive. Eine weiße Perspektive ist auch eine politische Perspektive. Bloß diese TheatermacherInnen wissen das oft nicht, sondern sehen es als neutrale Perspektive und unsere Perspektive dann als politisch. Profitiert die Kunst von sozialen Bewegungen oder ist es auch andersrum? Kann Kunst mit dazu beitragen, dass gesellschaftlich brisante Debatten durch die Kunst einem breiteren Publikum zugänglicher werden? Den ersten Teil kann ich sehr klar beantworten. Mhm. Gerade das Theater, so wie es aktuell funktioniert, und damit meine ich die freie Szene genauso wie die Stadt- und Staatstheater, profitiert total von sozialen Bewegungen und dem Engagement, das da ist. Und das hat damit zu tun, dass wir im Theater sehr stark gegen viele Medien um Relevanz kämpfen und dann uns eben auf relevante Debatten beziehen. Und die erfindet das Theater nicht. Die erfinden Aktivistinnen und WissenschaftlerInnen, die zusammen an Themen unserer Zeit arbeiten und an einem besseren Leben für alle oder einfach nur daran, den Planeten zu erhalten. Mhm. Und diese Themen werden dann aufgegriffen. Also Themen, die sich in der Stadtgesellschaft oder in einer gewissen Zeit einfach, die eh da sind, die aufploppen, die werden halt von den Theatern so aufgesogen, aber eben nicht konsequent. Das heißt, die wenigsten Entwicklungen dort sind nachhaltig. Mhm. Also wir haben so 2015, 2016 machen alle irgendwie Theaterstücke, die irgendwas mit Flucht zu tun haben. Und im Jahr darauf beschäftigt man sich dann mit dem Rechtsruck und ist sich dann nicht so schade, irgendwelche Leute von der AfD ins eigene Haus einzuladen, um auf Podien zu sitzen. Ja, das war krass. Das war erinnere mich. Ja. Ich bin nicht so schnell in Themenwechseln. So, also bei mir kommt ja schon, wenn man sich irgendwie so die Liste meiner Stücke mal anguckt, dann sind die alle schon sehr unterschiedlich. Aber eigentlich ist es so für mich sehr klar, dass ich aufbaue auf das, was ich davor gemacht habe. Meistens kommt mir die Idee zu, was das nächste Stück sein sollte, in den Proben oder in den Vorbereitungen für das, woran ich gerade arbeite, weil ich dann merke, ach Mist, um das richtig zu machen, müsste ich ja eigentlich noch das und das machen. Ja. Um da richtig reinzugehen, wäre es doch total gut. Oder die Schlussfolgerung dessen wäre doch. Ich achte sehr darauf, eben auch immer in aktivistischen Zusammenhängen unterwegs zu sein. Das hat auch damit zu tun, dass ich gemerkt habe, sonst kriege ich das Bedürfnis, aktivistisch in meiner Kunst zu sein. Und das, finde ich, kann Kunst nicht. Und das soll sie auch nicht. Und das ist auch für mich unbefriedigend. So, und für mein Theaterherz, wenn ich irgendwie so denke, boah, ich will was gegen diesen oder jenen Missstand tun, deswegen muss ich den jetzt in einem Stück verstricken. Ja. Und dann passiert es manchmal, dass ich in so einem Theater sitze und mir die neue heiße Debatte angepriesen wird und ich so denke, hä? Aber das haben wir doch schon durch. Ja, seid ja, ihr euch ganz sicher, dass das jetzt euer neuer Trend ist? Weil eigentlich wird es jetzt schon ganz anders diskutiert. Genau, das meine ich mit eben eigentlich den Diskurs gar nicht voranbringen, sondern irgendwie so bei Null anfangen. Und das hat nichts irgendwie mit den einzelnen Akteurinnen zu tun. Ich erkenne am Theater so viele tolle Leute, denen Themen wirklich, wirklich wichtig sind. Und für die das dann vielleicht auch in der wenigen Freizeit, die sie haben, kein Modethema,
kein irgendwie so ein Nebenher-Ding ist. Mhm. Aber die Art und Weise, wie wir im Theater damit umgehen, eben nicht als Individuen, sondern in diesem Raum, in dieser Struktur, die lässt halt wenig anderes zu. Mhm. Ich hatte das große Vergnügen, bei der Tabori-Preisverleihung dabei zu sein dieses Jahr, wo du auch deine Auszeichnung bekommen hast im Hebbeltheater hier in Berlin. Und mich hat deine Rede sehr beeindruckt, deine Dankesrede, die du da gehalten hast. Und daraus gucken wir uns jetzt mal einen Auszug an. Wie in den letzten 17 Minuten meiner Rede klar wurde, habe ich meine komplette berufliche Existenz sozialen Bewegungen und politischen Kämpfen zu verdanken. Dass ich heute als Frau, als schwarze Person, als Arbeiterkind, wie mir sage, auf der Bühne mit Disco-Kugeln tanzen, kochen und ins Weltall fliegen kann. Dafür danke ich all denjenigen, die vor mir oder mit mir gekämpft und Türen aufgestoßen haben. Ich danke der Behinderten- und chronisch Kranken-Community dafür, dass sie Zugänge erkämpft haben, durch die ich auch in den letzten 2 Jahren meinen Beruf weiter ausüben konnte. Ich danke Lause bleibt und der Berliner MieterInnenbewegung, dass ich noch ein Büro habe, in dem ich Anträge schreiben kann. Für den Fonds. Mein ganz besonderer Dank aber geht an die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, an Bühnenwatch und das Bündnis kritischer Kulturpraktikerinnen. Ohne eure Arbeit wären weit weniger POC auf der Bühne oder im Publikum. Ohne diese Bewegung, davon bin ich wirklich überzeugt, gibt es keinen Platz für meine Arbeit. Ich sag dir, was ich mutig und unbeständig daran finde. Weil ich finde einmal toll, dass du so viel mehr Leuten dankst in deiner Rede als Leuten und Institutionen, als denen, die direkt beteiligt waren und sind an deinen Stücken. Du nennst unter anderem die Community der Menschen mit Behinderung und chronisch Kranken, die Berliner Mieterinnenbewegung, Bühnenwatch, die sich ja auch 2012 in diesem Schicksalsjahr gegründet haben, das Bündnis kritischer Kulturpraktikerinnen und vor allen Dingen die ISD. Ich finde das krass, weil du zählst es jetzt gerade auf und ich fange fast an zu heulen. So, weil ich einfach so dankbar bin, dass gesellschaftlich die Voraussetzungen geschaffen wurden, dass ich diesem Luxusjob nachgehen kann. Ja. Dass ich irgendwie, dass ich auf so Bühnen stehen kann und da meine Meinung sagen kann und Quatsch mit Nebelmaschinen machen kann und Luftballons steigen lassen kann und damit Geld verdiene, das haben Menschen auf der Straße erkämpft für mich. Das sind alles Möglichkeiten, die Frauen, die schwarze Personen, die Arbeiterinnen vor mir nicht hatten. Mhm. Und das ist niemandem irgendwie geschenkt worden, sondern andere Menschen haben Türen aufgestoßen und Glasdecken angeknackst und gemacht und getan. Und denen irgendwie zurückzugeben, ist eigentlich die Pflicht jeder Person, die irgendwie marginalisiert ist und in eine Position gekommen ist, in der Leute sich anhören, was sie sagen, in der sie zum Beispiel interviewt werden von Leuten in einem ehemaligen Stummfilmkino. Ja. Also es sind ja eigentlich die Menschen, auf dessen Schultern man sitzt, denen man da dankt. Und auch Dankesreden haben ja eine Entwicklung durchgemacht in den letzten 10 Jahren. Inzwischen ist es so, dass zum Beispiel zu sagen, wir brauchen mehr Diversität und ich freue mich über mehr intersektionale Produktion. Das ist ja jetzt schon so im Mainstream angekommen. Ne? Vor 10 Jahren war das noch ein bisschen anders. Da braucht es auch richtig Mut, sowas zu sagen. Mhm. Aber das ist jetzt schon so ein bisschen en vogue. Aber was ich immer noch sehr selten bis gar nicht höre, ist halt diese Nennung von Menschen, wie du sagst, denen man das zu verdanken hat und die einfach das ja auch teilweise einfach nicht mehr miterlebt haben, wo wir jetzt stehen und was wir alles erreicht haben. Und das ist, finde ich, auch wahnsinnig wichtig. Und das fand ich so toll, dass du das in so einem Sektübergießungsmoment, wie du das genannt hast, du wurdest damit Sekt übergossen, also in so einem Erfolgsmoment für dich, dass du die nicht vergessen hast und dass du die genannt hast. Das ist schade, dass wir das so oft vergessen. Also es macht auch vieles einfacher, finde ich. Ja. Also es macht mir einfacher zu sagen, aha,
sind, ich muss auch gar nicht alleine jetzt so die Welt verändern oder so einen Theaterbetrieb oder so. Da sind ja andere an meiner Seite. Es war mir zum Beispiel auch gar nicht so klar. Ich habe das während dieser Pandemiezeit und im Gespräch mit Kolleginnen mit Behinderungen, so ist mir klar geworden, die haben das schon lange gefordert, dass man Proben oder Dramaturgiesitzungen oder eben über, damals hieß es noch Skype, macht. Und da wurde halt eben immer gesagt, das geht nicht. Ne? Und man braucht irgendwie diesen Live-Moment unbedingt. Und dann plötzlich ging es, als es dann die sogenannte Mehrheitsgesellschaft dann betroffen hat. Ja. An vielen großen Häusern tut sich gerade was, haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt, und ändert sich was. Könntest du dir jetzt eher vorstellen, jetzt vielleicht auch in den sogenannten Mainstream zu gehen oder in die Stadt- und Staatstheater? Das hängt dann auch oft so an Einzelpersonen. Ne? Wer ist da gerade irgendwie so an dem Haus und was haben die so vor und was können die mir eigentlich bieten? Mhm. Weil in der freien Szene habe ich ja einfach so alles, was ich brauche. Und am Stadttheater gibt es zwar offiziell viel mehr, aber ja nicht viel mehr Möglichkeiten, sondern erstmal auch viele Einschränkungen. Also es gibt sehr, sehr wenig Sachen zum Beispiel, die ich mit SchauspielerInnen zusammen machen möchte. Ich habe einen riesen, riesen Respekt vor diesem Beruf. Ich finde es ein ganz, ganz unglaubliches Handwerk. Und jetzt gibt es aber manchmal Momente, wo ich denke, ah, das wäre total toll, das mit SchauspielerInnen zu machen. Und deswegen mache ich in der nächsten Spielzeit auch in Graz ein Stück, das wird den Titel tragen, Identity Rezeptionista. Und es geht um die Rezeption von Mitu Sanyals Roman Identity. So, und da war mir einfach klar, ich brauche diese beiden Ebenen. Ich brauche den Medienshit, den ich sonst mache. Ja, aber ich will auch in diesen Roman rein, in diese Geschichte rein. Und das ist einfach total toll, SchauspielerInnen an meiner Seite zu haben, die wirklich ins Spiel, in diese Geschichte gehen. Und dass sich diese Ebenen verweben können. Und deswegen funktioniert das, aber ganz oft funktioniert das einfach nicht. Oder ich sage dann, okay, das und das und das wären meine Bedingungen, was bei euch zu machen. Und ich brauche die und die Freiheiten auch in der Planung. Und dann verstehe ich total, wenn Häuser sagen so, boah, Simon, das geht nicht. Also weil wir haben hier unsere Abläufe und vor denen habe ich ja auch sehr großen Respekt. Also ich bin ja auch immer Fan von den KollegInnen in der Technik, von den Gewerken. Ich finde das Faszinierende an so Stadt- und Staatstheatern ist, wie viele unterschiedliche Expertisen, da so zusammenarbeiten, wie viel Wissen da so zusammenkreist, wie viele unterschiedliche Berufe, das einfach richtig, also dass es so in sich ja auch so eine kleine Stadt ist eigentlich und so viel abbildet. Zwei Fragen zum Ende unseres Talks. Einmal ganz persönlich interessiert mich Self-Care. Bei diesen ganzen Themen, mit denen du dich immer auseinandersetzt, weil ich mich auch sehr viel damit auseinandersetze und immer so merke, es gibt auch Punkte, wo es zu viel wird. Für mich ist eine wichtige Selfcare-Sache tatsächlich, mich nie auf eine Sache zu fokussieren. Weil ich weiß, dass es für mich eh immer einen Plan B oder einen Plan C gibt. Oder ich manchmal auch den Gedanken habe, was, wenn Theater nur der Plan B war und ich das die ganze Zeit lebe, während ich eigentlich was viel Geileres machen könnte oder so. Das heißt, das Gleiche gilt aber auch für so politischen Aktivismus, wenn ich zum Beispiel viel mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland zusammenarbeite. Und da gibt es ja auch Reibungen oder Stress oder nur also sehr beschränkte Möglichkeiten, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Dann bin ich nach einer Weile total froh, wieder ins Theater zu kommen. Okay. Und ich habe einfach irgendwie so eine volle Schüssel von Möglichkeiten und ich greife halt da immer wieder so rein, je nach Stimmung. Und je nachdem, was ich gerade brauche. Und die Vorstellung, was ganz am Anfang für mich im Theater auch so war, dass ich halt so diese eine Sache mache mit dieser einen Bubble, die mich akzeptieren muss, damit ich das machen kann, was ich machen will. Und diese eine Möglichkeit, mein Geld zu verdienen oder so, das würde mich stressen. Ja, das hat mich früher auch gestresst. Auf jeden Fall. Ja. Heute, wenn du auf deine früheren Arbeiten zurückblickst, würdest du das noch so machen? Würdest du irgendwas anders machen? Würdest du irgendeinen Satz zurücknehmen, ein Stück gar nicht mehr machen oder anders? Ich würde total gerne alles noch mal spielen. Also all die Sachen, bei denen ich selber auf der Bühne stand. Ich hätte gerne, dass mir jemand einfach einen großen Batzen Geld hinwirft und sagt, rekonstruier doch bitte diese Bühnenbilder und trommel die Leute zusammen.
und mache so ein Simone de Ahivi und Komplizen-Festival und spiele sie einmal hintereinander weg. Ich glaube, das ist so ein, vielleicht mache ich das mal, wenn ich, ach nee, je älter ich werde, desto mehr Stücke kommen dazu. Okay, es wird immer komplizierter eigentlich. Nee, ich liebe all diese Arbeiten, weil ich weiß, was sie mir in dem Moment bedeutet haben und was sie mir in dem Moment auch abverlangt haben. Wie immer bei Decolonize Glamour Talks trennen sich unsere Wege erst nach etwa einer kleinen gemeinsamen Inszenierung oder etwas Performativem. Was wird das sein bei uns? Magst du dazu was sagen? Ja, also ich bin ja eigentlich nur eine Texttante, wenn man meine KomplizInnen wegnimmt. Ich kann ja, wie gesagt, nichts. Aber ich habe einen Text mitgebracht, den ich geschrieben habe. Und zwar ist es ein Auszug aus meinem Text Das Gegenteil von Scheiße ist mit euch, der in Eure Heimat ist unser Albtraum erschienen ist, das eben von Fatma Aydemir und Pengame Jacobi Farah rausgegeben wurde. Und ich habe uns Ausschnitte rausgesucht, von denen ich dachte, boah, auch bei unserer Geschichte, wie wir uns immer wieder begegnet sind in den letzten 10, 15 Jahren im Theaterbetrieb, lass uns zusammen daraus lesen. Okay, lass uns zusammen daraus lesen. Ich freue mich. Seitdem ich denken kann, mache ich Scheißelisten. Kapitalismus steht da drauf. Rassismus, Sexismus. Aber auch aggressive Leute in der U8. Junggesellenabschiede, Fahrradwege, die im Nichts enden und Bewerbungen schreiben. Scheiße sind Rape Culture und Rechtsdruck, Nazi-Aufmärsche, Polizeigewalt, Mietsteigerung, Catcalling, Klimawandel und Tote im Mittelmeer. Die Scheiße ist, dass unsere Leben für sie nichts zählen. So viele Themen, die brennen. Ungerechtigkeiten, die wütend machen. Lebensbedingungen, die uns zermürben. Und schon die Länge dieser Liste macht mich ohnmächtig. Hilflos. Dagegen hilft nur die Veränderung der Verhältnisse. Gemeinsam. Denn das Gegenteil von Scheiße ist mit euch. Es gibt eine Art Deutschlanddepression als Reaktion auf die Kälte. Klimatisch und zwischenmenschlich. Ausgrenzung und Gewalterfahrungen, prekäres Arbeiten, Leistungsdruck und Unsicherheit tragen ihren Teil bei. Das ist ermüdend und entmutigend. Vor allem dann, wenn niemand reagiert. Wenn es außer die betroffene Person niemanden zu stören scheint. Wer nicht mehr kann oder will, zieht oft dieselben Konsequenzen. Den Rückzug aufs Selbst. Abgrenzung und Selfcare. Rücktritt ins Private. Selbstliebe, Selbstoptimierung. Abstand. Die am häufigsten vorgeschlagene Lösung ist, wir leben in schlechten Zeiten, also sei erstmal gut zu dir selbst. Rassismus, Sexismus, schlechte Arbeitsbedingungen und erdrückende Mietzahlungen sind nichts, gegen das man alleine einstehen kann, ohne verrückt zu werden. Egal wie sehr wir verinnerlicht haben, dass alle Erfolge ganz von unserer individuellen Leistung abhängen. Ich dachte, es läge in meiner Hand. Irgendwann würde ich das richtige, korrekte Verhalten finden, das mich vor diesen Erfahrungen schützt. Gegen diese Fehleinschätzung half mir erst der Austausch mit anderen schwarzen Menschen, die Ähnliches erleben. Denn erst wenn du erfährst, dass es anderen genauso geht, ist dein Problem kein individuelles mehr. Es ist nicht mehr dein Problem, sondern das Problem. Menschen, die nicht nur gute, sondern auch schlechte Erfahrungen mit dir teilen, macht, dass du aufhörst, dir die Frage zu stellen, was ist falsch mit mir? Die wichtigsten Menschen in meinem Leben lernte ich kennen, weil wir im selben Moment über etwas wütend waren oder dieselbe Sache unterstützen. Ich fand tatsächlich gute FreundInnen in den Kommentarspalten von Facebook. Doch, das ist wirklich passiert. Klar hoffe ich, dass es irgendwann diese Vorfälle nicht mehr geben wird. Vorfälle vom N-Wort an der Supermarktkasse bis zu Brandanschlägen und Hetzjagden. Ich will, dass das aufhört. Doch ich glaube nicht daran. Manches kann man sich nicht vorstellen, weil man es nicht kennt. Vielleicht werden wir irgendwann nicht mehr mit Scheiße überhäuft. Doch irgendwo stinkt es einfach immer. Dann macht es einen großen Unterschied, ob du damit allein gelassen wirst und andere so tun, als würden sie nichts riechen. Oder ob da Menschen sind, die deutlich laut sagen, mir stinkt's, das kann so nicht weitergehen. Ich muss oft zugeben, ich schaffe das nicht allein. Doch ich schaffe das mit euch. Ich glaube nicht an Heimat, ich glaube an Heimaten. Zu Hause ist, wo ihr seid. Ja.
Yes, ma'am. Dankeschön. Das war schön. Danke euch. Decolonize, Glamour Talks. Decolonize, 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 Glamour Talks. Decolonize my mind, yeah. Decolonize, verschwend nicht meine Zeit, yeah. Decolonize, die Art und Weise, wie ich denke und ich sehe. Decolonize, die Art und Weise, wie ich selbst bin und ich rede. Decolonize, zeig dir, dass alles auch anders geht. Lass uns das Ganze mal anders sehen. Switch Positionen, Realitäten. Lass sie mal schweigen, lass uns mal reden. Decolonize.